Das Verhalten eines Stromwandlers wird von den Eigenschaften des magnetischen Kerns maßgeblich beeinflusst. Bei Schutzwandlern müssen Querschnitt des Kerns und maximale Flussdichte das Erzeugen von ausreichend Spannung sicherstellen, damit ein Vielfaches des Nennstroms in die Bürde, sprich in das Schutzsystem, eingespeist werden kann. Bei Messwandlern muss der Kern bei Strömen knapp überhalb des Nennstroms in Sättigung gehen und gleichzeitig innerhalb seines Betriebsbereichs hohe Genauigkeit gewährleisten. Zum Teil kann dies nur erreicht werden, wenn der Kern aus unterschiedlichen magnetischen Materialien zusammengesetzt wird. Das Messen der Eigenschaften des Magnetkerns zu Beginn der Produktion hilft, sicherzustellen, dass der Wandler nach seiner Bewicklung den vorgeschriebenen Spezifikationen entspricht. CT-Analyzer misst mit einem speziellen Zusatzkabel die Eigenschaften des Kerns, wie etwa Magnetisierungskennlinie und Kniepunkt, und berechnet dann dessen Eigenschaften erneut für die endgültige Anzahl an Windungen. Das Kabel wird um den Kern gewickelt, um eine Wicklung zu simulieren. Eine Umwicklung entspricht 23 Windungen einer Sekundärwicklung. Wird es zwei- oder mehrmals herumgewickelt, vervielfacht sich die Zahl der simulierten Windungen entsprechend. Somit kann rasch überprüft werden, ob die Auslegung des Wandlerkerns und die Qualität des Magnetmaterials entsprechen, vor allem wenn Wandlerkerne von Fremdherstellern zugekauft werden. Mit CT-Analyzer und entsprechendem Zubehör können Hersteller sehr früh die Auslegungsdaten eines Stromwandlerkerns überprüfen und für die Qualitätssicherung Daten des magnetischen Stahls oder kompletter Wandlerkerne erhalten.